So, ich habe es nach oben geschafft. Erstmal willkommen zurück, Leute. Und jetzt holen wir uns erstmal noch das Herzteil dort hinten. Das haben wir ja letztes Mal nicht geholt im letzten Part. Ja, weil ich gedacht habe, man kommt da dann ja sowieso nicht mehr so wirklich von weg. Aber wir mussten sowieso nach unten, aber dann bin ich ja dummerweise runtergefallen. Von daher musste ich jetzt den ganzen Weg nochmal nach oben vornehmen, aber das war ja wohl jetzt nicht so wirklich eine große Kunst. Wie dem auch sei, wir haben jetzt dieses Herzteil dort und das ist schon mal super cool. Zack. Und so, damit hätten wir dann schon wieder ein neues Herzteil. Achso, ja genau, jetzt fängt ein neuer Herzcontainer an, das meinte ich eigentlich. So, weg mit dieser Deku-Maske. Das dahin. Dann brauchen wir diese Maske. Und porten uns erstmal zurück. Jetzt porten wir uns nämlich wieder ganz zum Anfang von dem Ikana Canyon zurück. Da wir ja von hier aus nochmal durch den Brunnen gehen müssten, aber den Weg nehmen wir ja doch nicht auf uns. Nur um dann wieder zurückzukommen. Das ist ja wohl lächerlich. So, lala. Da sind wir wieder. Und bevor wir jetzt uns aufmachen, nochmal zum Friedhof zu gehen, denn jetzt ist ja, wie gesagt, die Nacht des zweiten Tages. Und da haben wir ja jetzt auch nochmal vor, das eine Grab dort kaputt zu machen. Und ja, da kriegen wir dann auch nochmal etwas Spezielles. So, wir haben ja letztes Mal diesen Schalter schon mal aktiviert. Und wir werden jetzt mit unserem Schild, können wir das Licht spiegeln und damit diesen Weg frei machen und kommen dann ganz easy wieder hier hin. Ah, jetzt ist auch wieder die geile Mucke wieder da. So, natürlich sind die Bosse nicht mehr da, logisch. Die haben wir ja bisher jetzt schon besiegt. Wenn man aber Bock hat, das alles nochmal zu machen, kann man die Zeit jetzt zurückspulen und kann alles nochmal dort machen. Die drei Geistertypen da, glaube ich, besiegen. Ich weiß es nicht mehr genau, ob das alles so geht, aber man kann es ja mal versuchen irgendwann. So, jetzt, wie gesagt, nutzen wir das noch aus, dass es noch Nacht ist. Ich hole mal hier die Hasenohren raus, damit wir ein bisschen schneller sind. Ja, geil. Und mit unserem neuen Schild sehen wir jetzt noch geiler aus. Ja, und jetzt begeben wir uns erstmal auf den Friedhof. So, was wollt ihr denn, ihr komischen Mistviecher? Das ist doof. Oh nein, jetzt wurde ich sogar noch verflucht. Ja, nachts fliegen die halt immer hier rum und da sollte man eigentlich aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Aber besser als wenn hier die ganzen Gurunen, möchte gern Gurunen rauskommen, ne? Aus dem Boden. Hepper! So, da haben wir auch wieder so ein Steinchen. Du wurdest verhext. Och Mann. So ein Mist auch, aber auch. Ja, hier, komm, treff mich noch mal, damit die Verfügung noch länger andauert. So, ja, komm. Freu dich, ein Keks. So, Friedhof von Ikana, zack. Und damit hätten wir die Maske wieder aufgesetzt. Hä? Ist da noch nichts? Wen? Oh, Hauptmann, Sir. Verzeihen Sie, Sir. Ja, der macht natürlich nichts. Habe ich mir schon gehört gedacht. Aber dafür können wir dieses Grab hier öffnen lassen. Das ist vielleicht doch erst am dritten Tag. Ah, Hauptmann, Sir. Verzeihen Sie, Sir. Der Hauptmann ist da ab 8. Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir haben diese Gräber streng bewacht, genauso wie ihr es uns befohlen habt, Sir. Ja, mach das mal auf, danke. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, das alles. Ey, sag mal. Ey, habe ich jetzt was Falsches angegeben? Bewacht das Grab, öffnet das Grab. Hoppala, es öffnen? Zu Befehl, Sir. Alle Mann, das Grab öffnen. Zack, 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 zack. Und damit wäre dieses Grab auch offen. Und können jetzt auch von dieser Seite rein. Cool Story. So, diese Seite, ja genau, das ist hier jetzt auf der anderen Seite, wie ihr seht. Relativ mysteriös eigentlich hier. Oh Mann, ich bin aber jetzt nicht mehr. Man kann die umrollen? Ist ja auch was Cooles. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich dahinter befindet. Ja, zack. Oh oh. Ah, hier brauchen wir die...
Das hier, das Auge der Wahrheit. Und dann brauchen wir am besten noch die Hasenohren. Oh oh, das sind ja, aha, das sind ja diese Skulltüllers. Zack, weg erstmal mit dir, ey. So, und dich knallen wir erstmal ab. Tschüss. Das Schöne ist, man kann mit Pfeil und Bogen diese Skulltüllers einfach alle abknallen. Also man kann sich's auch einfach machen. Zack. Mistviecher. Müssen wir nicht so einen langen Weg auf uns nehmen. Können wir alles mit dem Bogen abknallen, sind wir alle los. Ja, komm mal hier ran. Zack. Weg mit dir. So. Dich knallen wir auch nochmal ab. Zack. Okay. Da befindet sich nichts. Da befindet sich auch nichts. Ah. Kling, kling, kling. Hört man schon, was sich dahinter, dass sich dort was hinter befindet. Also, dass man die Wand wegspringen kann. Hier ist es nicht der Fall. Ich habe mich damals verarschen lassen. Dann bin ich hier rein weggegangen und wusste nicht, dass sich hier etwas Wichtiges befindet. Tja. Total fail. Aber wenn man jetzt Bescheid weiß, ist es schon cool. Und zack. So, dann schauen wir mal, was sich dort hinter befindet. Oh mein Gott. Nee, nee, oder? Das ist ja ein Massaker. Überall hier Totenköpfe und oh mein Gott. Hat sich hier hinter seinem komischen Zirkel versteckt. Na gut, dann komm mal her, du Schlawiner. Zack. Und zack. Zack. Und zack. Ja, tschüss. Das Schöne ist, er trifft einen nicht, wenn man sich ja geduckt hält. Dann ist das zu doof, einen zu treffen. Oh, scheiße. Wobei, jetzt kann man eigentlich ihn auch so zerschlagen. Oh, hat mich uns einmal getroffen, der Spaß. Weil er so schlecht ist. So, und was erscheint? Richtig, eine Schatztruhe. Und was befindet sich in dieser Schatztruhe? Nein, nicht die Flasche, sondern ein Herzteil. Ja, wäre eigentlich jetzt zu schön, wenn sich hier die Flasche drin befinden würde, aber naja, egal. Zack. Und damit hätten wir aber schon mal ein weiteres in unserer Sammlung. Aber schon mal haben wir die Zeit wieder optimal genutzt, indem wir hier jetzt schon mal in dieser Nacht reingegangen sind. Ja, was willst du denn? Tschüss. Oh mein Gott. Stimmt, hier sind ja jetzt überall wieder. Jetzt ist alles wieder. Oh mein Gott. Scheiße. Mhm. Gut, vielleicht brauche ich hier an dieser Stelle doch wieder das Auge der Wahrheit. Weise mir den Weg, Auge der Wahrheit. Echt. Nein, ich wollte ihn doch nur abknallen. Ich weiß doch, dass eine Skulptur ist. Mensch, Taya. Zack. Naja, okay, dann du ihn nicht. Hä? So, dich knall ich auch mal. Vorsichtshalber. Oh mein Gott. Wir sind überall Gegner. Ja, und das Blöde ist, wenn man das Auge der Wahrheit angeht, kommt dieser Wirbel nicht. Wird irgendwie nicht angezeigt, warum auch immer. Aua. Zack. So, verlassen wir diesen Raum hier wieder. Alter, unter dem Grab hier so ein riesiges... einen riesigen Gang zu bauen, ey. Gibt's ja wohl nicht. Eppa. So. Die Geister sind zwar alle noch da, weil es ja noch Nacht ist, aber es ist kurz wieder vor Tageseinbruch. Aber das ist egal. Ja, was wir jetzt machen können, ist eigentlich schon mal mit dem Tempel jetzt anfangen. Tja, Leute, so jetzt ist es soweit. Jetzt können wir endlich mit dem Tempel anfangen. Und der ist eigentlich... Ja, Leute, den habe ich schon so übelst lange nicht mehr gemacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den insgesamt nur zweimal gemacht. Und öfters nicht. Insgesamt nur zweimal. Das bedeutet, ich kenne mich da null aus. Also, ich muss mich da erstmal richtig zurechtfinden und alles. Könnte sein, dass ich letztendlich für die Feen wieder den Spieleberater fragen muss. Das wird wahrscheinlich auch so sein, da wir das Spiel ja komplettieren wollen. Und, naja, okay, an der Stelle ist es dann ja vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn ich den Tempel so schaffe, dass ich da keine Hilfe für brauche, dann habe ich ja auch schon mal was geleistet, nicht wahr? Super Mario 64 Mucke. So. Ah ja, jetzt wird alles wieder klein, da wir uns jetzt dem nächsten der Dämmerung des zweiten oder jetzt schon des dritten Tages? Des dritten Tages nähern. Oh mein Gott. Was zur Hölle. Wo sind wir denn hier gelandet? Und hier ist die Stelle, wo sich diese riesigen Türme immer befanden, wovon ich gesprochen mal habe. Die Musik hier ist richtig epic, Leute. Und die
Stelle hier ist auch wirklich sehr mysteriös und komisch. Dann, ja, wie war das? Hier musste man viel mit Schaltern arbeiten. Am besten ist, wenn ich mich hier erstmal überhaupt umsehe. Jetzt überschneidet sich natürlich alles, weil der Bildschirm immer kleiner wird. Oh mein Gott, das ist ein Zyklop. Was hat der denn hier zu suchen? Zack. Moment. Erstmal holen wir die Bomben raus. So. Und sagt Tschüss. Hoppala. Nein, ich will nicht Tschüss sagen, sondern du sagst Tschüss. Zack. Und ja. Und was bringt das hier? Ah, das ist schon mal richtig. Wie ging eigentlich nochmal der Song? Ach, wir warten jetzt erstmal, bis es Tag wird. Zack. So, damit der Bildschirm wieder groß ist, das nervt ja übelst, wenn er so minimal und klein und schmal ist. So, es ist wieder Tag. Ja, und wir sind vom Schalter runter, wer hätte es gedacht. Gucke ich aber trotzdem mal, wie das Lied geht. Ja. Oh mein Gott, das Lied ist sehr kompliziert. Ja, mit dem Lied hatte ich auch immer Probleme. So, Moment. Nein. Ja, irgendwie war das so. Nee. Och Mann. Ich kann das nicht mehr merken. Das ist scheiße. So, ich spiel's jetzt einmal. Ach, da war mein Fehler. Hab ihn. Na, endlich. So, das muss ich mir jetzt noch einprägen, weil den Song brauchen wir wirklich oft. Und damit sind wir jetzt eine Statue. So, gehen wir mal weg und der Schalter, wie ihr seht, bleibt aktiviert, Mann, du Mistviech. Jetzt habe ich noch hier diese dummen Bomben ausgewählt. Brauchen aber eher den Enterhaken. So. Oh mein Gott, da ist ja noch immer der Zyklop. Upsi. Kommen wir nach da oben schon? Ja, passt. Feier! Wow, zack. Ah, jetzt verstehe ich. Oh. Hier müssen wir uns jetzt erstmal verwandeln. Moment, erstmal Maske ablegen. Nehmen wir mal den Deko. Zack. So, jetzt spielen wir dann wieder das Lied. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Fehler mache an dieser Stelle. Ich glaube schon, dass es ein Fehler ist. Moment. Ja. Wir müssen den Schalter da unten, glaube ich, erstmal aktivieren. Wow. So, hier nochmal runter. Wow. Ja, jetzt sind wir auch noch dafür zu leicht. Ich glaub's nicht. Klack. Bom. Aha. Jetzt bin ich übelst verwirrt. Moment. Ja, wir müssen doch nach oben. Scheiße. Ja, das ist. Ich muss mich hier erstmal wieder richtig reinfuseln. Ihr merkt das sicherlich. Ich habe das so arschlange nicht mehr gemacht. So arschlange, das glaubt ihr nicht. Voll, als ich das letzte Mal gemacht habe, keine Ahnung. Ich kann euch nicht mal sagen, wie alt ich da war. Gut, dann werden wir den jetzt erstmal da oben lassen. Weil es könnte sein, dass der ganz unten in die Mitte geht. Weil, wenn der da stehen bleibt, dann wird er irgendwie, wenn wir dann auf oben auf den Schalter gehen, bleibt der trotzdem an der Stelle und dürfen da das Lied dann 20.000 Mal spielen. So, Moment. So. Muss mir nur die Reihenfolge merken, indem ich die Knöpfe drücken muss. Und spiel das gar nicht mehr nach dem Rhythmus. So. Und damit spielen wir den Song. Und schauen mal, wie der Deku aussieht. Hey. Sind wir jetzt etwa zu leicht oder was? Oh nee, der Deku ist auch noch wirklich zu leicht. Ich glaub's nicht. Scheiße. Hä? Und warum ging das denn vorher? Jetzt darf ich das Lied nochmal spielen oder was? So. Das Lied geht mir auf den Sack.
So, hier wird jetzt diese Deku-Schalen-Nuss-Statue hingestellt. Jetzt dürfen wir die Maske wieder ablegen. Und dürfen hier jetzt an dieser Stelle mal was ordentliches auswählen, so was wie ein Zora-Shop. Denn das, damit sind wir um einige schwieriger. Ja, ist halt ein bisschen nervig, dass man sich immer wieder verwandeln muss. Dann muss man immer wieder das Lied spielen, dann bleibt da die Statue stehen, dann verändert sich was, dann muss man es wieder wegmachen. Das ist ein bisschen doof, ich weiß. So, dann sehen wir mal, wie der Zora aussieht. Und zwar so. Oh mein Gott, die Augen sind ja gar nicht ausgefüllt. Scheiße, Mann. Und unten nehmen wir dann die Fetti. Wow. Und hier auch noch mal runterfallen. So. Oron-Maske. Fetti-Maske. Ramos-Alarm. So. Upsala. Da. Elegie des leeren Herzens. Da haben sie sich auch was einfallen lassen. So, und der Gehone sieht nach. Genau, der hat ja auch diesen Ritz. Da, als wäre es der Geist. Also, ganz komisch. Irgendwie sind die Figuren, sehen sie immer dem der Hauptperson sehr ähnlich. Obwohl die Beine etwas zu dünn geraten sind, muss man sagen. Naja, egal. Und ich, wie ihr seht, ich habe es auch richtig jetzt gemacht. Also da habe ich nochmal richtig überlegt. Alter, haben wir uns da etwa durch den Felsen durchgezogen? Ist ja wohl nicht. Moment. So. Oh Mann. Oh, dieser scheiß Fanghaken. Nein, eher der scheiß Analogstick. Das ist der Übeltäter. So. Hepper. Und dann gehen wir mal hier rüber. Hepper. Oh nein. Oh, ich dachte jetzt schon, jetzt fallen wir runter, weil ich mich abgerollt habe. So, die Stelle hier wird auch richtig eklig. Ich habe keine Ahnung mehr damit. Da müssen wir uns mal im nächsten Part nochmal richtig reinfuseln. Schauen wir mal, was passiert. Und dann werden wir das irgendwie schon hinkriegen. Wir müssen nämlich nach ganz oben. Aber wir haben es bald geschafft, so lange ist der Weg gar nicht. Und oben können wir uns dann jederzeit auch hin teleportieren. Das ist nämlich das richtig Gute. Das muss man nämlich nur einmal hier diesen Scheiß machen. Naja, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part und machen da dann mal weiter. Also bis dahin. Ciao.